20. Kapitel. Tigerkralle drehte sich zu seinen Kriegern um und seine hellen Augen blitzten enttäuscht. »Wir müssen warten«, knurrte er. Der Trupp machte Kehrt und trottete nach Hause. Feuerherz sandte ein stilles Dankgebet zum Sternenclan, aber in der Kehle hatte er einen bitteren Nachgeschmack. Nun würde er nie wissen, ob er bei dem Angriff wirklich mitgemacht hätte. Nicht nur Graustreif traute er nicht, er traute nicht einmal sich selber. Auf dem ganzen Heimweg bewahrte er Schweigen. Immer wieder sah er, wie Tigerkralle über seine massigen Schultern zu ihm zurückblickte. Es war ein langsamer Marsch. Das Licht des kurzen Blattleeretages schwand, als sie schließlich den oberen Rand der Schlucht erreichten. Feuerherz ließ die anderen Katzen vor ihm hinabsteigen. Als er dann schließlich durch den Ginstertunnel trottete, erklärte Tigerkralle bereits dem enttäuschten Clan, dass das Eis auf dem Fluss inzwischen getaut war. Feuerherz ging am Rand der Lichtung entlang und suchte Graustreif. Er musste wissen, ob sein Freund sich aus dem Lager geschlichen hatte. Unwillkürlich schlug er die Richtung zur Kinderstube ein. Als er sich dem Gewirr vom Bomberang näherte, hörte er ein vertrautes Miauen. Feuerherz! Ein Hoffnungsfunke glimmte auf. Vielleicht war ihm der graue Krieger ja tatsächlich dankbar dafür, dass er sich angeboten hatte, den letzten Platz in dem Überfalltrupp zu übernehmen. Er folgte der Stimme in den Schatten hinter der Kinderstube und miaute leise ins Dämmerlicht, konnte seinen Freund aber nirgendwo sehen. Plötzlich krachte etwas mit aller Kraft in seine Seite. Mit aufs Äußerste gespannten Sinne wirbelte er herum und erblickte Graustreifs Silhouette mit gesträubten Fellen der Düsternis. Erneut stürzte sich Graustreif auf ihn. Feuerherz konnte sich gerade noch rechtzeitig ducken, als der graue Kater weit ausholte und ihm mit der Pfote einen Schlag aufs Ohr versetzen wollte. »Was soll das?« stotterte er. Graustreif legte die Ohren an und fauchte. »Du hast mir nicht getraut. Du hast geglaubt, ich würde den Donnerclan verraten.« Ein erneuter Schwinger traf Feuerherz am Ohr. Schmerz und Wut schossen ihm durch den Kopf. »Ich wollte nur nicht, dass du eine Wahl treffen musst«, fauchte er. »Es stimmt allerdings, dass ich mir nicht sicher bin, wem deine Treue zurzeit gilt.« Graustreif flog auf ihn zu und stieß ihn um. Die beiden Kater kämpften mit ausgefahrenen Krallen. »Ich treffe meine eigenen Entscheidungen«, knurrte Graustreif wütend. Feuerherz kämpfte sich frei und sprang ihm auf den Rücken. »Ich habe versucht, dich zu schützen. Ich brauche keinen Schutz.« Blind vor Wut grub Feuerherz die Krallen in Graustreifs Pelz, aber der warf ihn auf den Rücken und zusammen rollten sie hinter der Kinderstube hervor. Die Katzen auf der Lichtung sprangen beiseite, als die beiden jungen Krieger in sie hineinpolterten. Feuerherz jaulte vor Wut, als Graustreif ihn ins Vorderbein biss. Er stieß mit einer Kralle nach oben und zog sie ihm oberhalb des Auges durch die Haut. Graustreif rächte sich, indem er nach unten fuhr und seine Zähne in das Hinterbein des Freundes schlug. »Hört sofort auf!« Blausterns strenger Ruf ließ die beiden Krieger erstarren. Feuerherz lockerte seinen Griff und humpelte zur Seite. Graustreif trat mit gesträubtem Fell zurück. Aus dem Augenwinkel sah Feuerherz, wie Tigerkralle mit kaum unterdrücktem Vergnügen höhnisch grinste, die Lippen gekräuselt, sodass seine Zähne zu sehen waren. »Feuerherz, ich möchte dich in meinem Bau sehen! Sofort!« knurrte die Anführerin. Ihre blauen Augen sprühten Blitze. »Graustreif, geh in dein Nest und bleibe dort!« Der Rest des Clans verschwand in den Schatten. Feuerherz humpelte erschöpft und verwirrt hinter Blaustern in ihren Bau, die Augen zu Boden gesenkt. Die Anführerin setzte sich auf den sandigen Boden und starrte ihn einen Augenblick ungläubig an. Dann miaute sie ärgerlich. »Worum ging es da?« Der junge Krieger schüttelte den Kopf. So wütend er auch war, das Geheimnis seines Freundes konnte und wollte er nicht verraten. Blaustern schloss die Augen und holte tief Luft. »Ich verstehe, dass die Gefühle im Lager jetzt aufgeladen sind, aber ich hatte nie erwartet, dich und Graustreif miteinander kämpfen zu sehen. Bist du verletzt?« Sein Ohr und sein Hinterbein schmerzten, aber er zuckte nur die Schultern und murmelte, »Nein.« »Wirst du mir nun sagen, worum es ging?« Mit festem Blick sah er sie an. »Blaustern, es tut mir leid. Ich kann es nicht erklären.« »So viel ist wenigstens wahr«, dachte er. »Gut«, miaute sie schließlich. »Ihr zwei müsst das alleine lösen. Der Clan macht eine schwierige Zeit durch und ich werde solche Kämpfe im Lager nicht dulden. Hast du mich verstanden?« »Ja«, antwortete er. »Darf ich jetzt gehen?« Blaustern nickte und Feuerherz wandte sich um und schlich aus ihrem Bau. Er wusste, dass er seine alte Mentorin enttäuscht hatte. Aber es gab keine Möglichkeit, sich ihr anzuvertrauen.
Das letzte Mal, als er das mit Rabenfotes Vorwurf gegen Tigerkralle versucht hatte, wollte sie ihm nicht glauben. Und wenn er sich ihr jetzt anvertraute und sie ihm diesmal glaubte, dann hätte er seinen besten Freund verraten. Krank vor Kummer kroch er über die Lichtung und in den Bau der Krieger. Er legte sich in sein Nest neben Graustreif und rollte sich fest zu einer Kugel zusammen. So lag er unbeweglich, spürte den angespannten Körper seines Freundes neben sich, bis ihm schließlich der Schlaf überwältigte. Am nächsten Morgen erwachte Feuerherz früh. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Über die leere Lichtung trottete er zu Gelbzahns Bau. Er wollte nach Rußpfote sehen. Die Heilerin schlief noch zusammengerollt neben buntgesichtskranken Jungen, die sich mit geschlossenen Augen hin und her warfen. Gelbzahn schnarchte laut. Er wollte sie nicht wecken, daher kroch er zu Rußpfotes Nest hinüber und blickte hinein. Auch die kleine graue Kätzin schlief. Das Blut war von ihrem Fell gewaschen worden. Er fragte sich, ob sie sich selbst gereinigt oder ob Gelbzahn das getan hatte. Er kauerte sich neben Rußpfote hin und beobachtete ihren Atem. Es lag etwas Beruhigendes in der Art, wie ihre Flanke sich hoben und senkten. Sie wirkte so viel friedlicher als bei seinem letzten Besuch. Er blieb bei ihr, bis das Licht der Morgendämmerung durch die Farnwedel sickerte. Und er hörte, wie sich der Clan langsam rührte. Er sprang auf die Pfoten, lehnte sich über Rußpfotes Nest und berührte ihre Schulter sanft mit der Nase. Als er sich zum Gehen wandte, streckte sich Gelbzahn und öffnete die Augen. »Feuerherz? Ich wollte nach Rußpfote schauen«, flüsterte er. »Sie macht sich gut«, miaute die Heilerin und richtete sich auf. »Danke, Gelbzahn.« In seinen Augen lag Erleichterung. Auf der Lichtung redete Tigerkralle mit einer Gruppe Krieger und Schüler, als er Feuerherz erblickte. »Nett, dass du dich zeigst«, knurrte er. »Auch Graustreif hat sich uns gerade angeschlossen. Er hatte eine Unterredung mit Blaustern.« Feuerherz blickte seinen Freund an, aber der starrte zu Boden. Die anderen Krieger warteten schweigend, bis Feuerherz zu ihnen geeilt war und sich neben Sandpfote niederließ. »Während des Tauwetters werden die Wälder von Beutetieren wimmeln«, sagte Tigerkralle. »Sie sind jetzt hungrig, nachdem sie in ihren Höhlen Unterschlupf gesucht haben. Eine gute Gelegenheit für uns, so viel wie nur möglich zu fangen.« »Aber wir haben noch Frischbeute im Schneeloch«, warf Borkenpfote ein. »Das wird bald Krähenfraß sein«, sagte Tigerkralle. »Wir müssen jede Gelegenheit zur Jagd wahrnehmen. Wenn es wieder kalt wird, verschwindet die Beute und das, was bleibt, wird zu mager sein.« Die Krieger nickten zustimmend. »Langschweif!« Tigerkralle richtete die Augen auf den hellgestreiften Krieger. »Ich will, dass du die Jagdgruppe einteilst.« Der Kater nickte und der zweite Anführer stand auf und trottete zu Blausterns Bau. Als Feuerherz ihn durch den Flechtenvorhang verschwinden sah, fragte er sich, ob die Anführerin und er über seinen Kampf mit Graustreif reden würden. Langschweifs Stimme holte ihn aus seinen Gedanken zurück. »Feuerherz, du und Sandpfote, ihr schließt euch Mausefell an. Graustreif kann mit Weißpelz und Farnpfote jagen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ich euch beide nicht in dieselbe Gruppe stecke.« Amüsierte Schnurren war zu hören, doch Feuerherz kniff ärgerlich die Augen zusammen. Er tröstete sich, indem er den Riss genau betrachtete, den er in Langschweifs Ohr hinterlassen hatte, als Antwort auf dessen Hohn und Spott an seinem ersten Tag im Lager. »Guter Kampf gestern Nacht«, krächzte Mausefell neben ihm. Ihre Augen glänzten boshaft. »War fast eine Entschädigung für die Schlacht, die uns entgangen ist.« Feuerherz schaute grimmig drein, als dann auch noch Borkenpfote einwarf. »Ja, war nicht schlecht, mein Hauskätzchen.« Feuerherz knirschte mit den Zähnen, blickte auf die Erde und zeigte die Krallen. Die beiden Trupps verließen das Lager gleichzeitig. Als die Jäger hintereinander aus der Schlucht liefen, blickte Feuerherz zum Himmel hinauf. Die Regenwolken, deren Herannahen er am letzten Abend gesehen hatte, bedeckten nun die Sonne und der Schnee unter ihren Pfoten verwandelte sich in Matsch. Mausefell führte Sandpfote und Feuerherz durch die Hochkiefern. »Sandpfote, komm mit mir«, sagte die braune Kriegerin zu Feuerherz. »Du kannst allein jagen. Wir treffen uns bei Sonnenhoch im Lager.« Die Vorstellung, allein zu sein, erleichterte ihn. Er stapfte zwischen den Bäumen hindurch und konnte immer noch kaum glauben, dass er und Graustreif so erbittert miteinander gekämpft hatten. Ohne seinen alten Freund fühlte er sich verloren und einsam, obwohl er ihn kaum wiedererkannte. Er fragte sich, ob sie jemals wieder Freunde sein könnten. Erst
Als er die weichen Blätter unter den Pfoten spürte, wurde ihm klar, dass er die ganze Strecke durch den Eichenwald gelaufen war, der an den Zweibeinerort angrenzte. Sofort musste er an Prinzessin denken. Ob ihn seine Pfoten wohl aus einem bestimmten Grund hierher getragen hatten? Er ging auf den Zaun ihres Gartens zu und rief leise nach seiner Schwester. Dann sprang er zurück in den Wald und wartete auf sie im Unterholz. Nach einer kurzen Weile hörte er ein Klettergeräusch auf den Zaun und roch ihren charakteristischen Duft. Als er gerade zu ihr springen wollte, nahm er einen zweiten, unbekannten Geruch wahr. Der Farn raschelte und Prinzessin tauchte auf. Im Maul trug sie ein winziges, weißes Junges. Als Feuerherz sich aus dem Gebüsch schob, miaute sie ihm durch das Fellbündel in ihrem Maul einen warmen Willkommensgruß zu. Das Junge war sehr klein. Feuerherz vermutete, es würde noch einen Mond lang gesäugt werden. Prinzessin schob mit der Pfote etwas Schneematsch beiseite und legte es vorsichtig auf die Blätter. Dann setzte sie sich und ringelte ihren dicken Schwanz um das Junge herum. Feuerherz war von Gefühlen überwältigt. Das war sein eigenes Geschlecht, seine Familie. Ein Hauskätzchen, wie er selbst eins gewesen war. Langsam ging er zur Prinzessin hinüber, begrüßte sie mit einem kleinen Stupser der Nase, dann beugte er sich hinab und schnupperte an den Jungen. Es roch nach Wärme und Milch, fremd, aber irgendwie vertraut. Er leckte es zärtlich am Kopf und es miaute, öffnete das rosa Mäulchen und zeigte winzige Zähne. Prinzessin sah ihren Bruder mit glänzenden Augen an. »Ich habe ihn dir gebracht, Feuerherz«, miaute sie leise. »Ich will, dass du ihn mitnimmst in deinen Clan, damit er dein neuer Schüler wird.«